Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Spody mit der 18. Folge Assetto Corsa Multiplayer. Wir sind heute etwas unterbesetzt und es ist alles ein bisschen holprig und wir schauen einfach mal, dass wir das Beste draus machen. Wir, das sind momentan neben meiner Wenigkeit der André. Hallo. Der Lars. Hallo. Und der Patrick, der nicht mitfährt, oder doch mit Tastatur und auf jeden Fall hier den Host meme, beziehungsweise steht ja auf seinem Server das Ding. Hallo. Wieso werden mir eigentlich hier im Chat nur zwei Fahrer angezeigt, wo wir doch mindestens zu dritt sind? Sehe ich hinter dir? Siehst du mich? Ja. Aber irgendwer ist noch auf der Strecke. Das müsste ja dann der Lars sein. Ja, das ist doch ein Bug. Achso. Naja. Wir sind ja mittlerweile nur in Version 1.2. Hast du was gesehen? Da ist es ganz klar, dass sowas noch ein Bug ist. Ja. Wir sind mit GT3-Fahrzeugen in Sandfort unterwegs, der neuen Strecke im Kader. Zeit wurde es ja endlich mal, dass hier eine neue Strecke hinzukommt. So viele sind es ja nach wie vor nicht. Aber immerhin ein kleines bisschen mehr Vielfalt jetzt. Wir haben noch 15 Minuten Qualifying, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das Training? Ich glaube, Qualifying, ja. Okay. Minuten Training. Ah, dann wird die Aufnahme länger. Hä? Aber ich habe gerade, als ich gejoint bin, gesehen, 5 Minuten Qualifying. Rest plus 8 Runden Rennen. Hier steht was ganz anderes hier. Komisch. Ach so, ja. Ich bin auf dem Fahrrad auch gejoint. Alles klar. Ja. Und das heißt jetzt für mich... Tüdü. Schon Race. Moment. Genau. Nee, ich nehme alles zurück. Okay. Genauso wie es du gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? 15 Minuten Qualifying und danach 8 Runden Rennen. Okay. Gut, dass wir es jetzt geklärt hätten. Wo gibt's denn hier eine gelbe Flagge? Da steht einer in meiner Lieblingskurve. Dabei fährt er kein Volvo. Oh. Ah, shit. Bist du sicher, dass du die richtige Taste gedrückt hast? Das war die falsche, ich bin rausgegangen. Das habe ich gesehen. Warum ist Patrick rausgegangen? Ich muss noch die Steuerung einstellen. Aha. Für Tastatur und Maus. Nee, ich habe jetzt ein Gamepad angeschlossen. Uff, was hat der denn für eine Bremsbalance, der Z4? Heidenei. 72% vorne, ja? Ist klar. Ja, wir hoffen momentan drauf, dass sich hier noch ein bisschen öffentliches Publikum einfindet. Deswegen sind wir auf einen Public-Server von Patrick gestellt. Ja, aus der Community haben heute wenige Lust. Zum einen, weil es Assetto Corsa ist und zum anderen, weil die Temperaturen hier im deutschen Raum katastrophal hoch sind. Nein! Okay. Oh, es gibt eine Hugenholzbucht. Ist mir bisher noch nie aufgefallen. So. Aha. Da hat jemand die Reifenbegrenzung in den Server-Settings gefunden, ne? Ja, ich habe das so gemacht, dass
alle Reifen für alle Fahrzeuge verfügbar sind. Aha, ich sehe aber hier ein Slick Medium. Ja, es gibt auch Bereifungen, die nur für zum Beispiel zwei Fahrzeuge verfügbar sind, für andere nicht. Ja. Der bleibt. Gamepad kann man noch gar nicht fahren, das ist ja nicht möglich. Ey, das soll auf Konsolen rauskommen nächstes Jahr. Auf Xbox und PS4. Und Wii U. Ach ne, Wii U war Project Cars, okay. Ach komm. Ich fahre mir gerade einen Schund zusammen. Welche Taste war schon nochmal die Kamera? Beim Gamepad? Keine Ahnung. Müsstest du doch gerade belegt haben, du hast doch gerade die Tastenbelegung geändert. Hi, na bitte. Servus. Hallo. Also Markus mit K, wir sind auf der öffentlichen Variante. Auf dem Public Server. Okay, zu wenig, ja. Du siehst doch, was hier los ist. Ja, man kann es sich allen recht machen, oder? Ja, mehr als fragen kann ich aber nicht. Und ich dachte, irgendwann muss ich mal wieder Abwechslung reinbringen. Stimmt, bin ich deiner Meinung. Weil wir sind ja bei über 100 Folgen R3E Multiplayer und das ist jetzt gerade die 18. die wir aufnehmen. In Assetto Corsa und ja. Aber es will wohl keiner. Du hast noch 9 Minuten fürs Qualifying. Ja. Okay. Scheiße. Jetzt im Henker ist Ari Luindig. Luindig? Aber. Also Hugenholz kennen wir ja alle, ne? Die Hugenholzbucht ist klar, nach wem die benannt ist, oder? Wenn er Hans hieß, dann ja. Bitte, was meint er? Wie sie alle so wissen tun, was die Hugenholzbucht angeht. Meine Güte. Es muss doch einer im Publikum sitzen, der weiß, warum Hugenholz hier relevant ist. Nee. Strecke gebaut. Ja, Strecke designte damals in den 60ern. Ah, da. Ich habe die Strecke ungefähr 100 Mal vorgestellt in irgendwelchen Custom Tracks Folgen. Ja, stimmt. Da sieht man wieder, wie gut ihr zuhört. Jetzt und für welche Strecken zeichnet er noch verantwortlich? Suzuka. Und? Keine Ahnung. Solda. Das ist jetzt hier eine Prüfung? Aber Frage. Du bist nicht qualifiziert, nee. Raus. Ey Gott, ich fahre eine Scheiße zusammen. Das gibt's doch alles gar nicht. Standard-Setup, her damit. Ah, da könnte ich mit noch einer Frage kommen. Welche Strecke hätte im
2014er DTM-Kalender Sandfort ersetzen soll. Was? China? Ja, viel weiter bin ich leider auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Golden Port? War das das? Ja. Guangzhou oder irgendwie sowas? Keine Ahnung mehr. Also zum Glück sind sie ja da nicht gefahren. War das nicht sogar im Kalender und dann konnte es doch nicht gefahren werden? Wegen finanziellen Problemen der Veranstalter und irgendwelchen Umbaumaßnahmen, die nicht durchgeführt werden wollten. Konnten, hui! Und dann ist man doch in Sandfort gefahren, weil ich es sehr begrüßt habe. Wie heißt denn der Server nochmal? Such einfach nach Blancpain GT Series. Oder Blancpain Sprint Series. Sag mal, ich bin zu blöd, so ein scheiß Z4 auf der Straße zu halten. Das gibt's doch gar nicht. Also bei mir leckt's irgendwie nur rum. Liegt's an den Frames oder am Ping? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Frames sind immer in 30. Ist nicht viel. Ja, nicht viel, aber normal. Okay. Der Ping war irgendwo so bei 37, also irgendwie. Ach, ist eigentlich auch okay. Vielleicht ist auf der Strecke jetzt aber auch noch anders, aber. Na, Patrick, nicht so einfach mit dem Gamepad. Das ist hier nicht so einfach. Das ist unmöglich. Es gibt Leute, die können damit richtig gut umgehen. Das gehört nicht dazu. Ich auch nicht. Ja, wobei, bei dir ist es natürlich noch viel gravierender, wenn man bedenkt, was du jetzt da für ein Wheel daheim rumstehen hast. Könnte sein. Gut, ich konnte auch nie mit dem Gamepad umgehen. Und die Anschaffung deines Wheels hat sich gelohnt, ja? Oh ja. War die beste bis jetzt. Ja, als reicher Schweizer kann man sich sehr erlauben. Ja. Habe ich sie auch bei euch gekauft, ne? Ja, muss unsere Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Ja. Alu habe ich auch in Deutschland geordert und dort abgeholt. Bei uns ist es doppelt so teuer. Ah ja. Ja gut, Importzoll und so ein Schwachflug. Ja, nee, das ist kein Problem. Das ist noch das Kleinste dabei. Die Materialkosten sind schon doppelt so hoch. Das verstehe ich dann nicht. Ein bisschen mehr ist ja okay, aber so viel, also eben das Doppelte, das geht gar nicht. Ja, wir Deutschen sind halt billig. billig und willig. Preiswert und gute Qualität. Also ich tue gerade so, als würde ich Sandfort zum ersten Mal fahren, habe ich so das Gefühl. Ja, ich auch. Oh. Ist es in Assetto Corsa einfach irgendwie anders? Ja. Kannst 1000 Runden in R3E gedreht haben. Kommst du nach Assetto Corsa mit dem gleichen Auto. Und jetzt fragt mich einer, was realistischer ist, welche von beiden Varianten. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie in GT3-Wagen gefahren. Leider. Müssen wir mal nachholen. Unser reicher Schweizer könnten wir doch da sicherlich mal eine Ausfahrt sponsern, oder? Haha, genau. Wenn ich das könnte, würde ich es tun, aber nee. Auf jeden Fall ist das Force Feedback deutlich besser als noch eine Versionsnummer zuvor. Okay. Hast du jetzt auf Maus umgestellt, ja? Patrick. Geht das überhaupt nicht? Das geht doch gar nicht. Das geht nur bei R3, oder? Achso. Lars hat's doch mal ausprobiert in R3, oder war es der Nico? Sven? Nee, warte, irgendwer war's. Scheiße! War's nicht der Lars? War's nicht. Aber ich war dabei. Irgendwer war's. Ich glaube auf Macau oder so. Das kann keinen Sinn machen.
Na, da war es, glaube ich, der Nico. Nein! Wenn ich übrigens nachher die Ansage mache, Patrick, schieb ihn raus, dann möchte ich bitte schön diese befolgt wissen, ja? Selbstverständlich. Den musst du bringen. Der passt. Aktuell. Boah, leider haben wir keinen Audi-Fahrer hier. Tja, der fehlt ja noch. Der soll ja irgendwann noch kommen, der Audi A8. Juhu! Scheibenhonig! Ich bin zu blöd zum Autofahren. Hoff's auch nicht. Ich glaube, das nächste Rennen wird echt wieder R3E. Sorry, aber... Wenn ich gucke, was im Teamspeak-Server im Bereich R3E abgeht, da sind jetzt schon mal 5 Leute. Ohne, dass da irgendwer ein Event beworben hat. Vielleicht stinke ich ja und deswegen will keiner mit mir fahren. Was weiß ich? Wissen wir ja, Gott sei Dank. Ach, dann wechseln wir nachher rüber. Das ist okay. Ihr habt ja kein Problem damit, wenn wir heute Abend doch nur R3E fahren, oder? Ja, überhaupt nicht. Schade eigentlich. Ich hätte Assetto Corsa gerne nach diesem Update noch eine Chance gegeben, aber es kommt halt irgendwie nicht an. Dafür dürfen wir jetzt unsere Runden zu Ende fahren. Ja. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Das geht ja in R3E zum Beispiel noch nicht. Okay. Hier habe ich gerade einen Bug. Ich geh aufs Gaspedal und fahre rückwärts. Okay. Wow, nein, nein! Hui! Scheiße! Somit hat sich das mit meiner Runde. Ich habe einen Curb geküsst. Weil grafisch ist ja Zahnfahrt super schön. Jo, haben sie gut gemacht. Wobei Sandfort natürlich auch eine natürliche Schönheit mitbringt, ne? Ja. Leider hat sich der Server jetzt auch nicht bevölkert mit irgendwelchem Publikum. Nee, noch nicht. Warum sieht mein Auto so geschunden aus, obwohl ich in der Boxengasse stehe? Schon vorlackiert, damit es nicht so auffällt. Wer hat eigentlich gerade die Polzeit inne? Der André. Der André. 6/10 vor dir. Wie viele Runden fahren wir eigentlich? 8. Okay. Sprit sollte reichen. Ich habe für 10 Runden eingestellt, das sollte reichen. Ja, ich lasse meine 30 Liter drin. Die 5/10, da kommt es nicht mehr an. Am Start muss ich den André einfach versägen. Na, wo bleibt die Ampel? Die kommt. Jetzt. Ja, jetzt, ja. Nein! Fehlstart. Nein. Wie Fehlstart? Geht das? Nein, ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Ach so. Falscher Start. Ich bin mal wieder letzter.
Geht das hier überhaupt? Das war meine Frage, ich weiß es nicht. Achso, nee. Oh, sorry. Dummy Gamepad, bitte, mach sie. Ich hab gerade keinen Rückspiegel. Wir sehen nur auf der Streckenkarte, dass da irgendwie einer ganz nah ist. Ja gut, so nah auch wieder nicht. Synchroner Flug hier. Sorry. Der überholen. Hast du überhaupt eine Qualifying-Runde gedreht, Markus, oder? Nur eine. Das reicht ja. Ja. Ah, Mist, verbremst. Das Auto beim Einlenken fast verloren. Ich lasse dir außen Platz. Brauchst du gar nicht, auch gut. Du bist immer noch direkt in meinem Kofferraum, oder? Fast. Und jetzt ziehst du auf der Geraden an mir vorbei mit deinem Godzilla. Nee, reicht nicht. Wie soll ich dich 8 Runden hinter mir halten? Also, kurvenmäßig bist du da. Besser. Ach, erzähl nix. Ich fühle mich noch nicht sonderlich wohl in dem Auto. Jetzt kommt er aber, jetzt kommt er. Fast so schnell wie im Qualifying. Ich deutlich schneller als im Qualifying. Ah. Nein! Ah, scheiße! Ja, und André war auch zügig unterwegs. Jetzt muss ich irgendwie den Markus wieder ein- und überholen. Diese erste Kurve. Nein, nein, nicht gut. Okay, tschüss Markus. Abgeflogen? Nee, oder? Ja, dreimal irgendwie in der Leitplanke hängen geblieben seitlich. Bei Highspeed das Auto verloren. Ah. So ein Mist. Das hätte noch ein schöner Fight bis zum Ende werden können. Aber du bist doch bestimmt auch fehleranfällig, oder? Mit der Kiste sowieso. Kannst du hier jetzt mal verbremsen? Fährst du gerade bewusst langsam, oder? Nee, ich habe ein paar kleinere Schiedsrichter gehabt.
Was soll ich denn sagen? Oh, André, was machst du? Den Blödsinn vom Anfang wieder aufholen. Aha, mit Rundenzeiten, die mal 3/10 unter deiner Qualifying-Zeit liegen, ja? Ja. Völlig normal. Ja, die Reifen werden warm. Mhm, das wollte ausreden. Und ich gewöhne mich an den Turbo. Ja, und Patrick, du fährst jetzt gerade über dein Handy mit einem Gamepad, ja? Nee, mit einem Notebook. Aha, okay. Aber ich habe mich noch nie so konzentrieren müssen. Ja, das geht mir momentan auch nicht unbedingt viel besser. Das Auto fühlt sich nicht so an, wie ich es haben möchte. Das ist von der Lenkung her alles so ein bisschen... Eine falsche Bewegung und das Heck ist neben dir oder so ähnlich. ...1,41,1, der gute Markus. 1,43,0? Ich bin viel zu langsam. Mhm. André bleibt seiner Linie treu. 3/10 in der letzten Kurve verloren. Und eingeschlagen in der Hugenholzbocht. Ah, das Auto fast verloren. Scheiße. Also, Markus, Gratulation zum Sieg. Komm, 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 verschreiß nicht. Doch, das ist doch gerade der Zweck der Nummer. Ich muss jetzt gleich aufpassen, dass mich der André nicht von hinten einholt. Ist sowas von unnatürlich mit dem Gamepad. Nein! Doch! Ach. Was? Ganze Sätze. Die Mauer kam zu nah. Gut. War unschuldig. Ich will ein bisschen Luft nach hinten. Oh, Markus, war keine gute Runde, hm? Nee, überhaupt nicht. Ja, beim André auch nicht. Wir waren alle relativ gleich schlecht unterwegs, allesamt. Ich weiß, wo ich meine Zeit verloren hatte. Ja, halt ihn auf, Patrick. Ich meine, nee, wie war das? Patrick, schieb ihn raus. Ja, schieb ihn raus. Das musst du aber erst in der letzten Runde sagen. Ah ja, es regnet auch nicht. Ich sag nicht, Patrick schieb mich raus, ne? Nee, ich hab's verstanden. Ja, das Markus ruhig noch ein bisschen aufhalten können. Guck mal da, Markus, ein Flugzeug. Ah, ich hab's gesehen. Dankeschön. Schön. Ach ja, genau, danke fürs Vorbeilassen, Patrick, ohne mich abzuschießen. Bitte, bitte.
gucken, was der Markus jetzt für eine Rundzeit hinlegt. 1-2, das ist auch nicht schnell, Markus. Ich bin genau da langsam. Was soll die Scheiße? Reifen bauen ab. Einfach, ganz klar. Ja, Reifen bauen ab, ich sag's doch. War die Überrundung. Ja. Ja, genau. Der Überrundungsverkehr war's. Der war zwar auf einer ganz anderen Rennstrecke unterwegs und stand uns absolut nicht im Weg, aber der war es definitiv. Oh. Markus, fahr doch mal gegen die Wand da vorne. Was war denn das für eine Kurve, Swoddy? Markus, du hast noch eine Runde Zeit, um es zu verkacken. Also mach. Guck mal. Aha, die Rundenzeit war schon deutlich besser. Nur eine Zehntel hinter der schnellsten Rundenzeit von André. Meine war dafür wieder viel zu langsam. Also war es wirklich der Überrundungsverkehr. Ist ja doof. Und das, obwohl Patrick wirklich sehr großzügig Platz gemacht hat. Ja, mir stand da auch nicht im Weg, aber ich habe irgendwie über eine Sekunde verloren und letzten Abschnitt. Bevorsichtig halt. Eine Präsenz. Mhm. Vor lauter Ehrfurcht vor dir. Impact. Du bist aber deutlich schneller mittlerweile. Gewöhnst dich langsam dran. Sechs. Die gelbe Flagge heißt hoffentlich, Markus ist neben der Strecke. Nein, ist er nicht. Danke. Ach, Lars ist neben der Strecke. Ja. Lars, du hättest ihn ruhig abschießen können. Schieb ihn raus, Lars! Ach, nö. Nö. So mit 20 Fahrern wäre das sicherlich ein interessantes Rennen geworden. Ja. Du staubst das. Während des Rennens kann keiner mehr joinen, das habe ich deaktiviert. Oh, okay. Das ist meine Hausnummer. 141. Ja. Oh, meine Güte. Das hätte ich gewinnen können. Ich hätte Markus sicherlich dieses Rennen hinter mir halten können. Hätte ich diesen Fehler nicht gemacht. Hätte, wäre, wenn und aber, ne? Das Übliche. Ach, ärgerlich. Aber coole Strecke. Macht Laune. Nur irgendwie fühle ich mich halt mit dem Auto nicht so wirklich wohl momentan. Was bist du gefahren? BMW? Ja. Okay. Du meinst, mit dem Godzilla wird's besser gehen? Hm. Versuch's. Ja, apropos versuchen. Also das war jetzt mal ein Versuch, wieder Assetto Corsa in den Multiplayer-Modus zu bringen. Leider, leider misslungen, weil das Interesse seitens der Swordy-Community trotz früherer positiver Bekundungen einfach nicht vorhanden ist. Es tut mir sehr, sehr leid. Somit wird es dann doch die Tage wieder monoton und eintönig. Und R3E Multiplayer wird wieder Einzug halten.
Aber nicht verzagen, die Carson Tracks folgen, die angekündigten, werden trotzdem kommen für die kommenden Wochen. 5 Autos haben wir, eine Strecke haben wir. Da wird sich sicherlich noch das ein oder andere schöne Rennen gegen die KI fahren lassen. Ja. Etwas ernüchtert, ob der Niederlage gegen Markus und ob der geringen Teilnehmerzahl, werden wir dann wahrscheinlich jetzt Assetto Corsa erstmal wieder links liegen lassen. Hoffen auf bessere Zeiten. Ich denke mal im Winter, wenn das Wetter wieder etwas kühler ist, werden wir uns nochmal an Assetto Corsa versuchen. Ja, und bis dahin verabscheue ich mich da mal und wünsche euch alles Gute. Euer Swordy mit Anhang. Und tschüss. Und tschüss. Ciao, ciao.